Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video hier stehen schon wieder viele verschiedene Sachen an. Unter anderem stehen wir hier gerade im Wintergarten. Und hier unten ist die Wand zum Haus und hier drunter ist die Betonplatte, die später gegossen wurde. Problematik ist die Betonplatte vom Haus war ja vorher da, dann wurde die Betonplatte vom Wintergarten da dran gemacht und dazwischen zieht Feuchtigkeit hoch. Feuchtigkeit ist hier überall zu sehen. Und um sie loszuwerden, habe ich mir überlegt, ich mache hier einen Streifen Estrich weg, mache unten Brunnenschaum rein, weil alles andere, was ich da reinmachen könnte, kann überhaupt nicht arbeiten. Dann würde sofort reißen, wie zum Beispiel irgendwie Dichtschlemme oder so. Deswegen dachte ich, ich mache das rein und dann mache ich einfach wieder Estrich oben drauf. Und genau das gleiche mache ich hier auf der Seite auch, nur dass hier schon ein Streifen ist. Und hier seht ihr auch, dass hier eine Rigipswand von drauf gebaut wurde, damals aus Holz. Die ist komplett weggegammelt. Das heißt, hier werde ich jetzt natürlich anstelle Holz wieder mein ganz normales Blech benutzen, wie ich es auch in dem letzten oder vorletzten Video mit dem Klo gemacht habe, den Vorbau fürs Klo. Das kommt hier hin, das heißt, es muss alles weggerissen werden, leider. Ich will dann wieder Geld latzen hier für Rigips. Gipsentsorgung, das ist ja mal richtig asozial teuer. Und ja, aber was ich jetzt als erstes machen möchte, ist eben mich hier hinsetzen mit der neuen Schlitzfräse, die wir gekauft haben, mit der Bodenheizung zusammen. Und dann werde ich erstmal einen Streifen von dem Estrich wegschneiden und das werde ich jetzt machen. Das hier ist das Gerät von AGP. Da habe ich jetzt nur eine Scheibe reingemacht, weil ich hier wirklich nur einen Schlitz machen will. Und ja, dieses Ding, damit werden wir auch die kleinen Ecken von der Fußbodenheizung fräsen. Da kommen dann eben die dicken Scheiben rein. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Genau, jetzt muss ich mir nur hier irgendwie für meinen Zyklon. Zyklon steht hier drin, das sieht man sogar hier. Da steht der Zyklon. Da muss ich jetzt hier meinen Schlauch anschließen. Und dann muss ich es noch so einrichten, dass der Staubsauger angeht, wenn ich das Gerät anmache. Aber das dauert ja nicht lange. Da brauche ich mir noch ein Verlängerungskabel und dann geht's los. Das wird jetzt natürlich hier mit Panzertape verbunden. Eine andere Option gibt es überhaupt nicht. Also wer hier auf die Idee kommt, was anderes als Panzertape zu nehmen, der... Keine Ahnung. Also, wäre mir äußerst suspekt. Gut, mal gucken, ob es läuft. Geil. Ich habe es jetzt erstmal auf 25 mm Tiefe eingestellt. Ich glaube, ich gehe mal hier auf 30. Wenn ich einfach hier von hier, ohne ein Rohr zu erwischen, eins dabei die Kupferrohre von der Heizung, die hier war, ziehe ich jetzt hier einmal durch. Das Ding ist so fancy, es hat sogar einen Laser hier vorne dran. Es geht ja durch wie Butter, das ist total krass. Und es schraubt einfach kein bisschen. Echt nice. Wie geil ist das bitte? Ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer durchgehen. Jetzt einfach nochmal einen Zentimeter tiefer. Aber bis durch bin ich immer noch nicht. Das ist echt dicker Estrich. Kann man nicht anders sagen. Das heißt, es hier wieder stemmen, weil wir müssen es jetzt hier rausholen, einfach damit wir sehen, wie es da drunter aussieht. Die Kante habe ich jetzt einfach nur wieder geflext, um eine Säulenbruchstelle zu erzeugen. Ja, das Ganze liegt echt auf Styropor und wir haben hier eine Dicke von 5 cm Estrich. Das heißt, man kann auf jeden Fall ohne Bedenken hier Bodenheizung reinfräsen. Dann kommt hier noch Nivelliermasse drauf, wird ja noch ein bisschen dicker. Also alles top, wie es sein soll. Außer natürlich, dass hier Feuchtigkeit hochkommt. Das soll natürlich nicht so sein. Naja, Gewalt. Boah, hier ist richtig dick Styropor. Nicht schlecht. Naja, muss aber alles raus, damit ich sehen kann, was da drunter ist. Diese Styropor-Trennsteifen, so Wand ist da auch, wie es sein soll. Hier sind sogar winzige Pflanzen. Also es ist schon einiges an Feuchtigkeit. Ja, also da ist wirklich richtig Feuchtigkeit. Also hier ist die Betonplatte, dann kommen da drauf 7 cm Styropor. Und auf den 7 cm Styropor kommen dann 5 cm Essig. Ja, wir müssen es halt irgendwie dicht bekommen. Also, jetzt Styropor raus. Ach, jetzt bin ich froh, dass ich das Essig rausmachen musste. Das wäre ja so viel Bauschutt gewesen. Ach, und guck mal, hier ist sogar noch die alte Fensterbank. Das ist der Rofel. Das ist die alte Fensterbank unter dem Estrich. So, und hier gehen die Rohre lang. Ah, hier ist noch was Interessantes. Ich zeige euch das mal. Und zwar sieht so das Styropor aus. Total zerfressen hier. Ich weiß nicht, ob das von Feuchtigkeit ist oder... Keine Ahnung, das sieht eklig aus. Das sieht hier alles so aus. Vielleicht auch irgendein Tier. Und hier ist unter dem Styropor noch eine Folie. Ja, hier ist schon echt... Hier ist schon einiges an Erde drin. Ich denke, dass das eigentlich das Problem ist, dass ich das auf die Erde überwinde. Hier ist auch eine richtige Erdschicht hinter dem Styropor, also nicht so weit. Selbst hier unter dem Styropor, ein eiliges Rohr. Ich kann mir das auch weg. Für die Säbelsäge zum Einsatz. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Also hier unten ist eben hier Styropor. Wieder einschneiden. Dann kriegt man das hier auch als ein schönes Stück raus. Und hier seht ihr schon, dass da überall Erde dran hängt. Das kommt vor allem hier um diese Rohre. Ich habe jetzt gerade hier den Multicutter geholt. Mit dem werde ich jetzt gleich mal hier das eine Rohr abschneiden. Oder beziehungsweise eigentlich beide Rohre. Weil, ach das hier, das ist einfach komplett nass, dieses Styropor. Also erstmal Multicutter-Action hier. Man macht immer so einen Lärm, das haben wir hier Gehörschutz aufsetzen.
Dann kommt da natürlich auch erstmal Wasser wieder raus. Beste. Guck mal, ob ich das einsaugen kann schnell. Ja, seht ihr das hier? Da kommt tatsächlich Wasser. Ganz hier unten im Dreck ist dann auch ein Stromkabel verlegt. Mit den beiden Steckdosen verhalten. Hier ist es. Ich zeig euch mal, wie es jetzt hier im Zyklon aussieht. Also, all das ist nicht im Staubsauger gelandet, sondern alles hier drin geblieben. In diesem 20 Euro AliExpress-Teil. Ist das nicht geil? Das ist einfach Hammer, dass es funktioniert. Also ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte gern ein stabileres Verhältnis als das, weil das saugt sich manchmal zusammen. Aber ansonsten, hammergeil. Und selbst hier in der Kupferleitung sieht man die Korrosion. Also war echt nicht so toll, wie es gemacht. Muss jetzt halt auch erstmal alles trocknen, bevor man das wieder zumachen kann. Das trenne ich jetzt natürlich wieder schön. Mein Kupfer auch wieder wegfahren. Geld für. Und für den Müll muss ich hier bezahlen. Ja, naja. Gut, weiter sauber machen. Guten Tag! Hat noch gar nicht angefangen, muss ich husten. Jetzt ist gerade wieder einfach rausgegangen, weil der Akku leer war. Aber okay. Also, ich bin in der Küche hier. Ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt gestern, beziehungsweise ich habe die Unterlagen von dem Haus rausgesucht und habe dann ein bisschen gelesen. Dann kam raus, dass diese Dinger doch asbestbehaftet sind, hier diese Sauerkrautplatten. Ist natürlich super, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja hier nur mit Maske gearbeitet und im Bad da habe ich davon nichts jetzt irgendwie auseinandergerissen oder so. Natürlich war da mal was davon, ist jetzt scheiße, ist halt so, okay. Ich habe jetzt hier die Maske, wenn ich jetzt irgendwas hier an den Dingern stemme oder bohre oder irgendwas, setze ich jetzt halt immer die Maske auf. Und hier ist ja überall noch dieser Gips. Wir haben ja jetzt gesehen, wie beschissen das ist im Bad. Wenn ich an diesen Gips mich angleichen möchte, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier einfach den komplett wegzumachen. Dann kann ich hier meine Schienen drauf machen und muss nicht so dick meinen Putz auftragen. Weil ich nämlich gerade, bevor ich gefilmt habe, noch im Bad die beiden Wände fertig verputzt, die ich im letzten Video verputzt habe. An die von der Tür habe ich mich jetzt auch gar nicht dran gemacht, an die vom Fenster. Bei dem Fenster wollte ich auch noch warten, auf den Fenstermenschen. Und bei der anderen bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich es machen will. Ach so, ich habe mir im Wintergarten das angeguckt. Ist eigentlich noch kein bisschen mehr getrocknet. Ich habe es im Haus gewischt. Weil es wirklich noch richtig nass war, weil ich gestern ja die Rohre abgeschnitten habe. Dann auch nochmal ausgesaugt, aber ich denke, das muss jetzt wirklich mal eine Weile richtig mit Durchzug unterstehen. Und dann wird es schon besser. Außerdem habe ich überlegt, vielleicht mache ich es nicht nur mit Brunnenschaum, sondern zusätzlich noch mit so einer dichten Teermasse, mit so einem Armierungsgewebe. Da weiß ich noch nicht genau, wie sehr ich da reinkomme, aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Jetzt werde ich erstmal hier oben abstellen. Also das meiste ist unten. Gut, dass ich die Maske trage. Ich werde jetzt direkt duschen gehen. Ich habe das jetzt wieder mit dem breiten Meißel gemacht, aber hier geht es richtig gut, weil ich will ja möglichst wenig diese Sauerkrautplatte penetrieren. Deswegen geht es damit richtig gut. Und sobald es alles unten ist, kann ich das abkehren, dass der Rest auch lose ist. Dann kann ich es grundieren und dann kann ich da schon meine Schienen drauf kleben und dann kann man es auch schon bald verputzen. Und dann muss ich vorher noch Steckdosen setzen wieder, weil wir nämlich hier keine Küche reinbauen und wir gerne dem zukünftigen Mieter hier alle Optionen offen lassen würden. Deswegen müssen mehr Steckdosen hin, als jetzt da sind. Und auch die Wasserleitungen müssen noch ein bisschen verlegt werden. Aber das wissen wir jetzt schon, wie es geht, richtig? Servus, neuer Tag. Ich mache hier jetzt weiter. Ich hatte ja gesagt, mache hier noch die Fensterbank weg. Da bin ich jetzt gerade dabei. Und zwar zeige ich das mal. Hier halte ich einfach beim Flexen den Staubsaugerschlauch direkt dahinter, damit hier eben meine Fensterleibung und so nicht so viel von den Funken abbekommt. Das funktioniert, wie ihr seht, eigentlich ganz geil und spart sehr viel Dreck und Metallspäne, die dann ja später auch wieder zu Rostflecken führen können, worauf auch immer. Naja, hier in die Ecke bin ich jetzt eben gerade nicht so richtig reingekommen. Aber das ist ja nur Blech, das heißt, das kriegt man auch weg. Ah, weggebogen. Gleich hat er verloren. Zack. Also so dünnes Blech ist es gar nicht. Es hat schon hier so seine 3 mm. Naja, und hier unten drin, das war alles mal Styropor hier. Das ist einfach komplett zerfressen. Das ist echt krass. Das sauge ich jetzt erstmal alles weg. Hier unten ist jetzt gerade das Rohr zum Vorschein gekommen, was ich ja hier hinten abgeschnitten habe. Jedenfalls das eine. Und das hole ich hier nach Möglichkeit natürlich auch raus. Knicke ich jetzt erstmal hier ab, weil ich ja hier die Wand auch noch wegmache. Hier. Und dann kann ich das ja noch weiter rausziehen, weil das geht ja bis noch da hinten und das brauche ich ja alles nicht mehr. Und so kann ich hier unten richtig sauber machen und dann ist das auch in Ordnung. Aber die Feuchtigkeit, die ist ja echt überall. Also ich muss jetzt echt richtig lang, richtig schön lüften, bevor ich das überhaupt abdichten kann. Sonst bringt es gar nichts. Sonst klebe ich einfach mein nasses Zeug hier drauf und es geht gar keine Haftung ein. Die ganze Stelle ist einfach neu erschaffen. Und ich sehe gerade, selbst das Rohr dahinter kriege ich sogar auch hier raus. Mit super Kräften. Und man sieht echt, dass es auch alles feucht ist. Aber jetzt ist mehr Platz, jetzt kann es natürlich auch besser trocknen. Mehr Luft, mehr Platz, heißt, es wird trockener. Ich habe jetzt schon überlegt, diesen Estrich hier ganz rauszunehmen. Aber es wäre ärgerlich, jetzt hier
nicht zu fräsen. Und er ist wirklich dick genug. Und immerhin hat er auch gute Isolierung. Das heißt, ich bin mir schon mal sicher, dass nach unten keine Wärme abhaut. Und ich bin mir eigentlich ziemlich fast sicher, dass das der bestisolierteste Raum hier im ganzen Haus ist. Deswegen lasse ich das hier auf jeden Fall so. Das hier wird einfach einmal abgeschliffen. Weil ja, das alles runterstemmen, das mache ich nicht. Ich hab Bock drauf. Das heißt, das jetzt erstmal saugen, damit es hier auch weiter trocknen kann. Da bin ich schon wieder. Und zwar habe ich hier eben gerade dieses Ding ausgepackt. Das habe ich gestern noch bei Amazon bestellt. Und zwar heißt das Teil, soweit ich weiß, Rabot, irgendwie so. R-A-B-O-T geschrieben. Und das ist ein Werkzeug, um die Wand zu rappen. Also so habe ich es gelesen. Und das hat hier solche Zähne dran. Kann man das sehen hier? Das ist zu hell, ich weiß nicht. Mit diesen Zähnen geht mir jetzt hier drüber und raut das auf und schafft quasi eine gute Oberfläche. Ich vertraue dem noch nicht so ganz, aber wir probieren es jetzt einfach zusammen aus. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Ich denke, das ist noch nicht mehr zu nass. Er holt auf jeden Fall einiges runter. Einiges holt er runter, krass. Der macht auf jeden Fall hier auch diesen Übergang ganz, ganz gut. Gerade hier unten, seht ihr, das ist da ein bisschen verkackt. Also wenn das sowieso am Ende alles hier mit bearbeitet wird, dann brauche ich mir auch eigentlich so viel Mühe geben, oder? Okay, das ebnet auf jeden Fall alles echt gut raus. Wichtig ist wirklich nur immer, dass man die Kreisbewegung macht, weil hier habe ich jetzt gerade nicht gemacht und dann entsteht direkt so Streben. Also immer Kreisbewegung machen. Aber das ist auch ungefähr so, wie ich es im Internet gelesen habe. Da kommt aber echt einiges runter, krass. Aber es fühlt sich eigentlich gut an danach. Da ist dann, glaube ich, diese Sinterschicht. Die Sinterschicht ist ja quasi so die angetrocknete Oberhaut, wie von so einem Pudding. Und das nimmt dann halt keine gute Verbindung zu dem nächsten Material drauf an, was da drauf kommt. Das ist ja hier dann Fliesenkleber. Das mache ich jetzt nicht weiter, ich würde es nur mal testen. Und es tut offensichtlich, was es soll. 18 Euro bei Amazon. Die Bewertungen waren so 4 Sterne, glaube ich. Schwer zu sagen jetzt. Also kann ich noch nicht so gut bewerten, aber ja, wir werden sehen. Ich werde es nochmal sagen, wenn ich damit weitermache. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, hier doch das ganze Zeug runterzustemmen. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal probiert und es geht doch ziemlich gut. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem breiten Meißel, in der Hoffnung, dass ich damit mehr runterbekomme auf einmal. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher. Dauert vielleicht länger als Schleifen, aber ich habe auch gesehen, dass ich da hinten ja schon große Flächen ab habe. Deswegen probiere ich es jetzt doch nochmal und wenn es erfolgreich ist, dann mache ich alles damit. Scheint jetzt erstmal nicht schlecht zu gehen. Ich mache noch ein bisschen weiter ohne Kamera und dann entscheide ich. Einiges später, jetzt ist es regnend. Es ist regnend, ja. It's raining. Oh Mann, also es regnet und es ist die ganze Zeit Sonne, Regen. Ich bin am Stemmen, meine Hand und mein Arm ist quasi schon wund, weil ich die ganze Zeit mit meinem Arm hier auf meinem Bein liege. Aber man sieht hier ganz gut, ich habe einiges geschafft. Ich würde sagen, der größte Teil auf der Seite hier ist weg. Ich mache jetzt halt noch die Ecke fertig und dann ist wieder Feierabend für heute. Hier ist die neue, die ich gekauft habe. Weiß jemand von euch, warum diese Wasserwaage, die in einem Richtschalter verbaut ist, Libelle heißt und nicht einfach Wasserwaage? Ich weiß es nicht und ich wüsste es gern. Also vielleicht habt ihr eine Lösung für mich. So, mal gucken hier. Es fällt natürlich wie Sau nach links und rechts ab. Das ist natürlich absolut scheiße, weil ich gerne auf der Seite hier niedriger kommen würde. Geht aber gar nicht, wenn in der Mitte mehr ist. Ich möchte auf der Seite hier niedriger kommen, weil das Schiebefenster ist. So geht's in die Richtung, aber dann brauche ich da hinten tatsächlich nichts wegstemmen. Tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf die Libelle gucke, dann fehlt es auf der Seite. Dann muss ich eigentlich hier in dem Bereich nur in der Mitte wegstemmen, wenn das Ganze so gebogen ist, wie so eine Decksbucht von einem Schiff. Wobei hier sieht es so aus, als könnte hier alles weg. Aber hier hinten brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Hier hinten die Ecke kann ich tatsächlich einfach so lassen, wie es ist. So, ein Richtschalter ist was. Hat, glaube ich, 43 Euro gekostet. Ich ärgere mich immer, wenn ich Werkzeug kaufen muss, was ich nicht die ganze Zeit brauche. Also ein Akkuschrauber, sehr viel Geld kostet, ist klar. Und dann ist es auch gut, dass man den hat. Aber so ein Richtschalter, den benutzt man halt nicht andauernd und kostet halt auch trotzdem 40 Euro. Da ärgere ich mich immer und würde es eigentlich gerne anders machen. Habt ihr auch im letzten Video gesehen, dass ich es halt im kurzen Richtschalter für 10 Euro mit der Wasserwaage gemacht habe. Aber man kann ja nicht immer alles MacGyvern, man muss halt auch manchmal Geld in die Hand nehmen. Jetzt haben wir das, dann ist es eigentlich gut, dass wir es haben. Ich bin schon wieder fertig für heute. Ich habe aber echt einiges geschafft. Also teilweise sieht man hier wirklich nur den Estrich. Hier sind natürlich noch Hochstellen, die muss ich noch wegmachen. Aber hier muss jetzt einfach alles angeglichen werden. Auf der Seite habe ich es noch gar nicht geguckt. Da werde ich mich dann morgen oder übermorgen dran machen. Aber es ist schon echt nervig, das Zeug. Es geht nicht super geil weg, es geht aber auch nicht super kacke weg. Aber und mit dem Garten, ich rufe da dauernd schon bei der Firma an wegen Radlader, aber die sagen, es macht hier bei der Nässe keinen Sinn. Der wiegt 6 Tonnen, der sinkt einfach ein. Und da kommen die ganze Zeit Maiglöckchen raus. Ohne Ende, obwohl ich die meisten schon verbuddelt habe und die kommen da trotzdem raus. Und der Pool wird natürlich auch nochmal eine ganze Menge Arbeit. Da freue ich mich aber auch schon ein bisschen drauf. Aber
erstmal werde ich hier drin alle Böden ready bekommen, damit man hier eben Fußbodenheizung fräsen kann. Und jetzt kann ich euch das in dem Zuge auch hier nochmal zeigen. Also hier sieht man den roten Stein, den Backstein und dann hier die Bodenplatte. Und ich denke, dass ich hier den Putz wegmachen muss, damit ich überhaupt da hinkomme. Außerdem ist der ja auch feucht. Also ich denke, ich werde hier nochmal einen Schnitt machen. Und dann kann man da besser dann später in den Pinsel hingehen, um dieses Dichtzeug dahin zu machen. In diesem Sinne melde ich mich für heute ab.